In Russland und Kasachstan verschärft sich die Hochwasserlage. Wie hier nahe der südrussischen Stadt Orenburg müssen tausende weitere Menschen ihre Häuser verlassen. Die Stadtverwaltung rechnet mit einem Anstieg der Wasserpegel um bis zu 70 Zentimeter. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Lage als sehr, sehr angespannt. Die Wettervorhersagen für die betroffenen Gebiete seien nicht günstig. Präsident Wladimir Putin plane aber weiterhin nicht, die Katastrophenregion zu besuchen. Im benachbarten Kasachstan wurden nach Behördenangaben seit Beginn der Überschwemmungen im März knapp 100.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Überschwemmungen in Russland und Kasachstan wurden durch heftige Regenfälle verursacht, die mit der Schnee- und Eisschmelze zusammenfielen.